So, hallo, es geht endlich los. Naja, ich habe niemandem gesagt von so etwas, was ich hier geplant gerade habe. Oh, Vorsicht, jetzt könnte es quietschen. Ja, ich muss mir einen neuen Stuhl mehr holen in ein paar Wochen. Und ja, ich habe gefunden, dass ich so gut wie keinen gefunden habe, also eigentlich keinen Displayer, Deutschen, der The Great War spielt. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute The Great War spiele. Das ist ein Mod für Napoleon Total War. Und ja, das fügt zu Napoleon Total War den Ersten Weltkrieg hinzu, mit wirklich Unmengen Fraktionen. Also halt einmal das Deutsche Reich und dann halt noch Spanien und alles halt. So, sorry, ich bin wieder dran. Ja, irgendwie, wenn ich auf Russland drücken will, stürzt ab. Also werde ich mal schauen. Entweder spiele ich den Feind, also den Feind, aber das Hauptziel, also den Hauptgrund des Ersten Weltkrieges, oder ich spiele mein Heimatland Österreich, damals noch riesig groß und ja, heute dieses kleine Futter, glaube ich, oder so, irgendwo da in dem Bereich. Ah, nein, das Futsal ist Österreich. Das ist Ungarn. Das ist Kroatien. Da geht's in den deutschen Bereich und da irgendwas Russland, so mäßiges. Und ja, ich glaube, ich werde Österreich spielen. Hier haben wir nur historische Schlacht, also historisch. Und ja, Capture and hold 20 Lead. Erober und halte 20 Regionen. Bis zum Dezember 1980. 18, sorry. Wir spielen auf hart und ja, gehen direkt ins Spiel. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt endlich ohne Rauschen ist, weil soweit ich es jetzt bisher probiert habe, also jetzt bei der ersten soll es nicht rauschen, hoffen wir mal, dass es bei der auch nicht rauscht. Und wenn nicht, dann freut mich das natürlich. Dann habe ich es endlich geschafft, ein Spiel aufzunehmen ohne Rauschen. Und ja, would you like to inform loyal factions? Also das heißt, ob ich so nach dem wie der Erste Weltkrieg wirklich war, also halt gegen jeden Feind da, den ich da wirklich hatte, oder halt ja normal Spiel ohne Verbündete, ohne Feinde und mir selber aussuchen kann, was ich machen will. Ich hätte mal gesagt, wir spielen den Ersten Weltkrieg. Und ja, jetzt erstmal kurz zu diesen verbündeten Sachen. Also, Österreich, also der Prinz von Österreich war hier, er war in Serbien und war dort eine Parade. Die waren nicht so erfreut über den österreichischen Prinzen dort und dadurch wurde ein Attentat auf sie zugelassen, also auf den Prinzen gestartet von Österreich. Und ja, Österreich hat dann entschieden, ein Ultimatum zu setzen, damit also die Spione von denen dort rein dürfen und untersuchen können, also was dort passiert ist. Und entweder war es so, dass sie es zugelassen haben, also Serbien, dass sie spionieren und irgendwas Öster und dann gefunden haben, dass es halt von denen gewollt war. Oder dass Serbien es blockiert hat, also keine Spione reingelassen hat. Das weiß ich nicht so genau. Und ja, dann hat halt Österreich Serbien den Krieg erklärt. Österreich hat gedacht, das wird ein schneller Krieg, weil Serbien, Österreich, Serbien, Österreich, warte, Serbien, Österreich. Und ja, haben sie gedacht, das wird eigentlich ein schneller Krieg. Nur halt durch die Verbündeten von Serbien. Das ist, wo haben wir Serbien? Serbien. Wer eigentlich der Verbündete von Serbien war Russland und von Russland die Verbündeten waren Großbritannien und Frankreich. Und so sind alle diese drei Länder dann den Krieg beigetreten. Und ja, welche war das? Welche war noch Feind? Ich glaube, die waren noch Feinde oder so. Ja. Die wurden Feinde durch Deutschland. Das waren die österreichischen Verbündete, weil sie schon seit Jahren damals verbündet waren, als noch
als es noch Preußen war, waren sie schon verbündet. Und ja, und die Deutschen haben einen Angriff versucht, indem sie einfach mal durch, also durch Brüssel, also hier Belgien alles, einfach durchmarschiert sind und so eigentlich Frankreich flankieren wollten, weil sie eigentlich gedacht haben, dass dass Belgien keine Armee hat, die sich wehren kann. Aber in Wirklichkeit haben die sich dann auch gewehrt. War natürlich zu schwach, weil Deutschland war die zweitstärkste von der Technologie. Stärkste war dann Amerika. Und ja, sie haben es dann geschafft, aber halt, es hat sie aufgehalten. Und so ist dann hier, hat vor allem dann in dem Bereich, also das Deutsche Reich hat hier gehalten, die Linie. Und hier nochmal eine Linie von Deutschland war dann. Und ja, Österreich hat sich sehr viel auf Serbien konzentriert und ein bisschen auf Russland, weil sie auch direkt dort waren. Und dann mussten sie noch gegen Italien marschieren, Österreicher. Ja, die sind im Anfang des Krieges nicht beigetreten, also keiner Fraktion, also Landes, weil sie erstmal schauen wollten, wer gewinnt, soweit ich weiß, also wer am Gewinnen ist, und dem wollten sie dann beitreten. Und ja, das war dann irgendwas, weil die USA denen irgendwas geboten hat oder so war das dann. Und ja, ich glaube, das ist mal genug von den Informationen. Beginnen wir mal mit der Diplomatie und schauen, welches Land, wie wir, ob wir vielleicht Italien, weil da sieht man schon, Italien hat keine Freunde hier, also alle neutral und konnten so alles offen halten. So, wie wäre es mit einem Trade Agreement? Das sollten sie annehmen. Ja, oder? Ja, haben sie angenommen. Das bedeutet, jetzt sind wir leicht freundlich zu denen. Schauen wir mal nach einer militärischen Allianz. Sie wollen 750, das ist immer schön. Jetzt haben wir sie als Verbündete und sie und haben die schon leicht als Feinde. Jetzt haben wir zumindest schon mal Italien. Die werden jetzt nicht mehr direkt gegen uns kämpfen. Auch wenn wir schwer spielen, sollten sie nicht direkt gegen uns kämpfen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Technologie gibt es auch richtig viele. Wo waren die? Ich glaube, das war ja Reserven, Endtechnologie. Jetzt haben wir nur Grad gerade. Da hätte ich mal gesagt, wir machen plus 3 Happiness, Nobel. Ja, ein bisschen Artillerie wäre immer gut. Danach das, weil das eine riesige Truppenarmee nochmal erlaubt. Und ja, ich hätte mal gesagt, wir beginnen unseren Marsch, indem wir erstmal eine Armee bereit machen, um nach Serbien einzumarschieren. Und dann noch so hier eine Garnison aufstellen, die sich erstmal gegen Russland verteidigt. Hätte ich mal gesagt. Und deswegen können wir hier schon mal das nächste davon bauen. Und hier kann man wirklich viel noch dazu bauen. Das sorgt für Happiness, Autonomie. Ja, das macht alle Leute glücklich und gibt auch ein bisschen Geld dann dazu. Und ja, hätte ich mal gesagt, wir rekrutieren eher erstmal ein paar Truppen. Ja, das ist die Infanterie, die ist noch alt. So, jetzt schauen wir nur schnell, wie viel Geld wir auch jede Runde kriegen. 4000, das ist schön. Ah, die Minister. Gibt es da bestimmt irgendjemanden, der was besser machen kann? Dem kompetent, hartes Regime. Ja, also hart Dings. Da haben wir schon mal jemanden, der besser daran ist. Diese sind alle kompetent. Staatskuh, nein. Ah, der wird bestimmt dort was machen können. Hier, der ist ein Taktiker. Warum? Was ist der? Ja, das sind beides Taktiker. Ja, der schaut mir ein bisschen mehr besser aus dafür eigentlich aus, aber Sieg. Nee. Okay, wurscht. Dann schicke ich den mal dahin. Den Kopf. Ah, da haben wir gleich. Und ja, den feuern wir einfach mal. Und ja, Trade. Okay, Politik. So, schauen wir mal. Lower Class können wir nichts machen. Higher Class können wir ein bisschen höher. So, und dann bekommen wir pro Runde nicht weniger, würden wir bekommen, wenn wir die Steuern erhöhen.
weil dann ja weniger Steuern zahlen würden. Und ja, da hätte ich mal gesagt, können wir nun mal die Runde beenden? Hoffen wir mal, dass nicht zu viele, dass sie jetzt zu offensiv sind. Aber was ich bisher beim letzten Mal spielen gesehen habe, dass sie sehr defensiv sind, also keine wirkliche Armee aufgebaut haben. Also glaube ich mal, wir schaffen das. So. Frankreich. So, Russland. Italien, das Deutsche Reich. So, schauen wir nochmal mit Diplomatie. Was haben wir mit den Deutschen? Haben wir ein Handelspartnership? Okay, wir trading, okay. Hier noch irgendein. Wir können ja mit Unmengen. Können wir fragen, ob sie ein Trade Agreement wollen? Weil. Warum denn auch nicht? Sollen die. Warum sollen die kein Trade Agreement mit mir wollen? So, dann werde ich mit dem mal mir ein Trade Agreement fragen. Das sind halt Handelsrechte. Und ja, mit denen sind wir dann noch im Kampf. Mit Serbien. Und ja, die stellen sich mit mir gut. Die sind auch halt sehr gut mit mir. Das sind die Osmanen. Das ist auch ein bisschen komisch, weil wir eigentlich die Osmanen zuerst bekämpft haben. Also in den Jahren davor. Das ist auch, finde ich, ziemlich lustig, warum wir das eigentlich machen. So, ja, jetzt haben wir wieder 400 plus. So, schauen wir mal. Wir sollten auch immer wieder was. Wir sollten hier sehr viel upgraden. So, vor allem auf das hier schauen, weil das die Leute happy hält. Vor allem. Und ja. So, beenden wir die Runde, weil Geld haben wir eh keins mehr. Verhandlungen, also Diplomatie haben wir alle schon gemacht. Mal schauen. Russland darf nicht zu viel machen. Italien, ja. Mit Italien kann man auch gut kämpfen, wo eigentlich, soweit ich weiß, Italien die schwächste Armee hatte. Also von der Technologie. Dann kam Österreich. Technologie ist fertig. So. Was tust du jetzt gerade? Ja, das hat noch keinen Effekt, weil es ist noch nicht fertig. Also nicht zu 100% fertig. Und ja, dann hätte ich mal gesagt, machen wir zuerst das. So, wenn es fertig. Also, es wird immer wieder ein Patch kommen, nur halt kann das nicht von einer auf der anderen Sekunde fertig sein. Aber es ist, nicht, ist schon spielbar und es fehlen nur halt ein paar Technologien. Und ja, das sind nicht viele und es ist alles da, was wichtig ist. Dadurch, ja, hätte ich mal gesagt, Farmerstelle, das gibt mir mehr Geld. So, das reicht ja mal. Jetzt haben wir nur mehr 1200. Das hier ist auch noch schwer. Also Schiffe rekrutieren, da wie ihr seht 26.000 oder okay, die sind dann schon billiger, aber die Runden, die sie brauchen, sind trotzdem noch ewig. Und ja, deswegen, ich werde schauen, dass ich eine Schiffsmacht kriege, weil mit denen kann ich ja auch nichts ausrichten, oder? Nein, mit leichten Schiffen. Wie ihr seht, können die Unmengen fahren auf ein Stück. Also es geht schon ein Blitz in den Griff und wenn man da steht und dort rüber will. Aber ja, ist okay. So, so, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Sollen wir noch irgendwas machen? Ne, jetzt mal nicht. Das sollte in der nächsten Runde, glaube ich, die Armee fertig sein, die kleine, den ich ja dich ausbilden lassen habe. So, ich hoffe, ihr hört was, weil ich habe mir selber den Ton ausgeschalten, weil bei mir das Spiel, also für mich das Spiel gerauscht hat. Deswegen, also nicht für mich, aber halt, meine Kopfhörer rauschen und das ist halt nicht gut. Und ich denke gerade, dass ich irgendwie einen S-Fehler habe, dass ich das S so komisch ausspreche. Aber egal. So, das hier weiter. Haben wir da jetzt schon alle? Also die haben wir fertig? Ja. Jetzt kriegen wir immer noch 4000. Cool. So, wir schicken wir die Armee raus. Hoffen wir mal, dass sie happy trotzdem noch sind. Ja, seid ihr noch? Ja, ihr seid noch sehr happy. Die Armee sollten mal reichen. Wenn sie es, können wir hier noch ein paar Armeen rekrutieren. Wenn wir es brauchen. Hier werden wir natürlich noch. Hier müssen wir natürlich noch überall eine Armee richtig ausbilden lassen, weil. Ja, sonst sind wir pissig gefickt. So.
Und ja, wir rennen. Ja, es ist nicht das längste Spiel, da es leider.